Wie ihr vielleicht gesehen habt, auf unserer Homepage verkaufen wir auch Fleisch vom Hof. Nicht irgendein Fleisch, das ist ein Wagyu. Also in dem Fall noch eine Kreuzung mit 50% Wagyu-Anteil bis 75% und höher momentan. Das könnt ihr bei uns bestellen, geht auf die Homepage. Und heute ist eben so ein Tag, wo wir das Fleisch verpacken und verkaufen. Die Leute kommen es zu uns holen. Das ist jeweils am Freitag so. Das ist für uns auch immer extrem schön, weil wir haben 20 Monate zu diesen Tieren geschaut. Zuerst waren sie bei den Müttern, nachher haben sie noch separat ein bisschen Zeit verbracht bei uns. Und jetzt haben wir eins geschlachtet, vor 3 Wochen. So lange wird das Fleisch bei uns gelagert, bis es abgepackt wird. Wenn ihr Fleisch esst, dann bestellt es direkt bei uns, beim Bauer. Weil dann verdient nicht der Zwischenhandel noch einen Haufen, sondern der Bauer kann den Preis verlangen, den er eigentlich dafür müsste haben. Und somit haben beide gewonnen. In unserem Fall ist das immer etwa 10 Kilo, die wir aufs Mal in einem Mischpaket verkaufen. Wir schauen jetzt hier mal drüber, was alles drin ist. Also das ist jetzt so ein Hohrücken. Dann hat es Rindshuftplätzchen, es hat Filet drin, es hat Seetfleisch drin, es hat Entrecote drin, die gerade einzeln verpackt sind. Dann hat es Brote drin, Saftplätzchen. Wir nennen die Rodeo-Steaks, das ist so ein Grill-Steak. Das ist eigentlich das Aluminium-Plätzchen, das wir etwas dicker machen und steaken, dass es nicht sich wird. Dann haben wir eine Spezial-Rindsbrotwurst, die unser Metzger für uns immer macht. Geniale Wurst, unbedingt mal ausprobieren. Dann haben wir natürlich das Ragu dabei und das Geschnetzelte. Zu guter Letzt kommt das Gehackte. Was wir auch immer noch dazu verkaufen, sind fixfertige Burger-Patties, was auch noch dazu gibt. Zu diesen 10 Kilo geben immer noch etwas drauf. Also am Schluss ist es mehr als 10 Kilo. Wenn ihr euch jetzt gelustet, dann geht auf die Homepage leimhof.ch, bestellt so ein Paket und dann kommen wir auf die Liste. Und sobald wir nächstes Mal ein Tier metzgen, gebe ich dann Bescheid, dass ihr das bei uns abholen könnt. Diese Woche ist wieder einiges auf dem Programm. Es geht langsam jetzt wieder ein bisschen ab. Also wir sind nicht mehr so, dass wir gerade extrem im Stress, sie müssen einfach wieder am Arbeiten. Diese Woche wollen wir sie lieren. Der dritte ist nicht, es hat ein Silo. Und noch 2 Hektar Raps müssen gesagt sein. Und außerdem bearbeiten wir jetzt andere Ackerflächen, bereiten sie wieder auf den Herbst vor, zum noch Dinkel, Gersten, Weizen säen. Das ist das erste Problem heute Morgen, das Steuerventil, das ein bisschen rönt. Dann will ich schnell auf den Grund gehen. Der Ring ist look. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere Mech unter euch, das spielt gar keine Rolle, ob der look ist, ob das dicht ist oder nicht. Das ist möglich, weil ich glaube, da innen, wenn ich den O-Ring hier innen anschaue, ist einfach der O-Ring durch und den muss man wechseln. Und dann nachher habe ich das Gefühl, ist das wieder dicht. Ich ziehe jetzt aber das gleich an. So, das habt ihr wieder. Also, sieht man es da drauf? Wenn man jetzt den O-Ring hier innen anschaut, ist der ganz brüchig. Da, das lenkt eigentlich schon da, dass sie einmal nicht mehr dicht sind. Machen wir hier einen neuen rein. Weil oben sieht das etwa gleich nett aus. Dann machen wir auch noch einen neuen O-Ring rein. Und weil jetzt der Marco das alles so schön eingeräumt hat, ist das für mich nicht einmal so schwierig, einen O-Ring zu finden. Ah, jetzt haben wir ihn. Da. Ja, der sieht ein bisschen besser aus. Und das ist immer so bei diesen O-Ring. Wenn wir schon dran sind, dann machen wir jetzt das gerade richtig. Wir schauen wieder mal zusammen das Sorghum an. Und auf das ist wirklich Verlass. Also das ist jetzt das dritte Jahr, wo wir das Sorghum abpflanzen. Für die, die nicht wissen, was das ist ein Sudangras. Es hat ein bisschen ähnlich wie Mais funktionieren.
Es sieht auch ähnlich aus, hat einfach keine Kolben dran. Ist im Nährwert auch nicht gleich gut wie Mais, aber verträgt sehr gut die Trockenheit. Das war nicht so nötig. Aber im trockenen Sommer ist das super und funktioniert dann, wenn es trocken ist, besser als der Mais. Aber wie gesagt, die Futterqualität ist nicht gleich gut. Aber Quantität gibt es. Und auch das, was jetzt feucht war oder eben nass war, funktioniert das sehr gut. Ich denke, das hat vielleicht ein bisschen zu wenig Sonne, aber nein, ist gut. Von der Höhe her würde ich sagen, ist es gerade etwa so 2 Meter momentan. Und wächst sicher noch bis auf etwa, letztes Jahr haben wir 4 Meter hoch gehabt, wird das also nicht so sein, zu wenig Sonne, aber es geht sicher auf 3-3,5 Meter hoch. Und was ist auch noch gut an Sorghum? Kein Hager ringsum, weil keine Säue. Denen gefällt das nicht, weil es keine Kolben dran hat. Das ist jetzt hier am Waldrand wirklich praktisch. Sonst haben wir hier jedes Mal einhaken müssen. Spielt das ja überhaupt keine Rolle. Ringsum Wald. Jetzt ist es so kurz vor dem Fahnenschieben. Das sind die Zotzeln, die hier oben raus schauen. Dort sieht man eine. Dort hinten können wir die ersten führen. Und dort wäre es natürlich gut, wenn die rauskommen würden und noch die Enteigreife würden kommen und dann wäre der Kalt auch etwas besser. Dann habe ich aber auch ein bisschen Respekt, eben das wird das auch ein Problem sein wegen dem Umkehren, wenn es zu lang geht und dann auch wegen der Folgekultur. Weil hier drauf werden dann irgendwann noch Weizen säen und das wird etwa in einem Monat passieren. Darum hoffen wir, dass wir bis dann das Sorghum hier ernten können. So Sachen passieren ständig. Das ist Fingerverletzung Nummer 264 in meiner landwirtschaftlichen Karriere. Das gehört dazu. Irgendwie klebt man immer etwas ein oder hängt noch immer an. Die einen werden schon wieder denken, jetzt geht er schon wieder Gras mähen. Ja, das ist ja so, das machen mit Bauern viel. Gras mähen ist im Sommer wirklich eine Beschäftigung, die raussticht. Ah, zwei Tauben übrigens. Schauen wir mal das Pärchen Tauben. Was immer gesehen? Ah, eben beim Mai. Wenn man denkt, dass von Ende Oktober bis Ende März Tiere im Stall sind und alle Tage Hunger haben, das braucht Futter. Viel Futter. Und das muss man im Sommer konservieren, wenn es wächst. Und dann muss Schnitt für Schnitt in Silo oder trocknen, dass man es im Winter eben, wie gesagt, kann fuhren. Und das muss natürlich auch gemeint sein. Jetzt gehen wir an Schnitt Nummer 3. Heute Mähen, heute ist Dienstag, heute Mähen, Donnerstag so oben, würden wir das dann gerne Silo tun. Das bunte Bild aus dem Traktor, wenn ich am Mähen bin. Heute sind wir wieder mit vielen Traktoren unterwegs. Wir müssen viele Sachen miteinander erledigt werden heute. Ich mache, dann schauen wir dort rüber. Dort einer ist der Vater gerade am Egen. Und zwar eger er das Land, wo vorher Raps drauf gestanden ist. Weil es ist wichtig, dass dort, wo Raps drauf war, dass es bearbeitet ist, bevor der neue Raps vorkommt. Weil hier nebenan sieht gerade der Andi am Arbeiten. Hier gibt es jetzt Raps. Und er walzt jetzt gerade noch, bevor es am Morgen sei, dass wir ein schön feines Saatbett haben. Kranken können von sonst besser von dem Platz, wo dort hinten war, auf diesen Platz rüberspringen, wenn nicht bearbeitet ist. Darum ist es so ein im Dorf ein ungeschriebenes Gesetz. Man schaut, dass wenn der neue Raps führen kommt, dass die alten Felder bearbeitet sind und weniger Krankensdruck noch auf die neuen Felder kommt.
Als nächstes kommt hier drauf wieder Weizen. Und der Klee, der kann Stickstoff aus der Luft ziehen und im Boden bringen. Also der braucht mit seinen Knöllen Bakterien, braucht er keinen Stickstoff. Stickstoff braucht es zum Wachsen. Und er speichert das jetzt im Boden innen. Durch das, dass es eben hier noch so viel Klee hat, ist das super. Wenn wir nachher eben Weizen säen, dann haben wir schon Grundnährstoff im Boden für den Weizen. Und den kann er dann wieder brauchen. Nicht alle Pflanzen können eben Stickstoff aus der Luft ziehen und direkt im Boden bringen. Das ist eben das Besondere und das Gute noch ein bisschen. Mit ihren Knöllenbakterien, die sie an der Wurzel haben, können sie das. Landwirtschaft ist lässig, oder? Es ist genau 10 Tage her, seit wir hier ein Kunstwesen angesagt haben. Einmal ein bisschen drüber geregnet und jetzt schön Wetter. Und wir schauen hier, der Klee kommt führen. Die Gräser kommen führen. Und man sieht schon langsam schön, wie es grün wird. Dort, wo es etwas mehr grün ist, das ist noch Ausfallgetreide, weil die Gerste schon gelegen. Und dann läuft immer noch ein bisschen Gersten auf. Die geht dann aber, nachdem man sie geschnitten hat, kaputt. Ich bin sogar noch etwas vorbereitet, dass wir morgen silieren können. Das seht ihr dann im nächsten Video, weil heute ist Donnerstag, dann schneide ich das Video fertig. Morgen Freitag silieren wir, das heisst in einer Woche seht ihr dann das. Noch das Datum, das ihr euch merken könnt, ist der 18. September. Und zwar haben wir dann bei uns das erste Mal wieder offen. Beim Leimenstübli, einfach nicht drinnen, sondern von außen. Machen wir ein Fest. Es kommen ein paar Oldtimer-Traktoren. Wir tun unsere Maschinenhallen rausräumen und reinstuhlen, sodass es auch bei Schlechtwetter funktioniert. Es gibt Burger, Bratwurst, Bier. Also, merkt euch eben, wie gesagt, 18. September bei uns auf dem Leimenhof. Und sonst, nächste Woche wieder einschalten, gibt es ein neues Video. Bis dann, macht's gut und tschüss.